Schon seit vielen Jahren war Onkel Dagobert auf der Suche nach dem geheimnisvollen und sagenumwobenen Schatz von Kolibaba. So mancher Spur war er bereits nachgegangen, aber bislang waren seine Forschungen erfolglos geblieben. Nun aber hatte er eine wichtige Mitteilung von seiner Ausgrabungsstätte im Land der Pyramiden bekommen. Anscheinend war man fündig geworden. Also hatte sich Onkel Dagobert kurzerhand ins Flugzeug gesetzt, um die Fundstelle so schnell wie möglich aufzusuchen. Die Kinder Tick, Trick und Track sowie die kleine Webby durften ihn begleiten. Klar, dass das alles nach einem aufregenden Abenteuer roch, zumal der Bruchpilot Quax am Steuer des Flugzeugs saß. Schneller, Quax, schneller! Langsamer, Quax, langsamer! Sag mal, Quax, hast du dieses Kunststück in der Flugschule gelernt? In was für einer Flugschule? Bedeutet das, dass du nie auf einer Flugschule warst? Doch schon, aber es war nur ein Schnellkurs. Das sagt er mir jetzt. Das ist eine Ausgrabungsstätte, Onkel Dagobert. Haben Sie denn schon was entdeckt? Jawohl, ein geheimes Versteck. Glaubst du wirklich, dass da der Schatz von Kolibaba und den 40 Räubern liegen könnte? Ich werde die Hoffnung niemals aufgeben. Wir setzen zur Landung an. Stellen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position. Stell lieber das Flugzeug in eine aufrechte Position. Bitte bleiben Sie auf Ihrem Platz, bis das Flugzeug zum völligen Stillstand gekommen ist. Das war die übliche Bruchlandung. Aber zum Glück kamen alle mit dem Schrecken und ein paar blauen Flecken davon. Das Flugzeug war mitten in Onkel Dagoberts Ausgrabungsstätte gegen die Ruinen eines uralten Tempels gerast. Aber immerhin, sie waren am Ziel. Der Leiter der Ausgrabungen eilte Onkel Dagobert auch sofort entgegen, um ihn zu begrüßen und ihm seinen Fund, eine alte, geheimnisvolle Holzkiste, zu zeigen. Oh, das ist Mr. McDuck! Mr. McDuck! Mr. McDuck, kommen Sie! Es gibt Neuigkeiten! Kommen Sie schnell, Mr. McDuck! Wir haben was gefunden! Heil meinem Geldschrank, das Zeichen von Kolibaba. Das könnte sie sehr wohl sein. Die Schatzkiste des größten Räubers, den es je gab. Oh, das muss er sein, der Schatz. Hat er Klamotten gestohlen? Oh, nichts als alte Sachen. 40 Jahre habe ich gesucht und jetzt finde ich nur Kolibaba-Schmutzwäsche. Naja, aber die Kiste ist hübsch, Onkel Dagobert. Ja, da hat sie recht. Hey, da steckt was in der Tasche. Das Siegel von Kolibaba. Ja, eine Landkarte. Vielleicht war unsere Ausgrabung doch nicht umsonst. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja, tatsächlich. Onkel Dagobert hielt eine echte Schatzkarte des großen Räubers Kolibaba in der Hand. Aber was er nicht ahnte, er wurde beobachtet. Ein äußerst merkwürdiger und windiger kleiner Bursche namens Dijon hatte alles mit angesehen und war auch sofort zu seinem Herrn, dem mächtigen Zauberer Merlock, gelaufen, um Bericht zu erstatten. Es stimmt, Merlock, eine Schatzkarte von Kolibaba persönlich. Endlich. Nach so vielen Jahrhunderten wird die Lampe wieder mir gehören. Ja, ja. Du wirst mächtiger sein als...
Eine Lokomotive schneller als Speedy Gonzales. Mit einem Satz wirst du eine ganze Stadt vernichten können. Und du wirst endlich belohnt werden für deine zweifelhafte Hilfe. Ist das euer Ernst? Ich krieg einen Riesenberg aus Geldstücken? Ja, jetzt. Juhu. Gib sie mir. Geben? Was denn? Die Karte. Gib sie mir. Die Karte? Die bewusste Karte auf der Stelle sofort? Hast du sie etwa nicht gestohlen? Es waren zu viele Leute da und nur ein Dijon. Aber ich habe was anderes mitgebracht. Diverse Brieftaschen, eine goldene Taschenuhr, einen Schnürsenkel, ein altes Butterbrot und zwei Karten für das Schafskäsefestival. Alles für euch, Meister. Braucht ihr zufällig einen Schnürsenkel? Hast du wenigstens gesehen, wo die Karte sie hinführt? Oh ja, Meister, oh ja. Mitten in die Wüste. Wo der Sand brennt wie eine heiße Bulette. Aber ich habe jeden Zentimeter abgesucht. Vielleicht sollte ich diesmal Dagobert die Suche überlassen. Oh, ihr seid genial, großartig, Meister. Soll sein Gehirn doch verdampfen in der Sonne. Und du wirst ihn begleiten als sein Führer. Aber ich habe so empfindliche Haut. Und mein bisschen Gehirn verdampft so schnell. Aber wozu braucht man als Führer ein Gehirn? Also tat Dijon, wie ihm geheißen, und ließ sich bei Onkel Dagobert als Führer einstellen. In einen Kondor verwandelt, folgte der Zauberer Merlock der schatzsuchenden Gruppe quer durch die heiße Wüste, bis sie schließlich den auf der Schatzkarte eingezeichneten Berg gefunden hatten. Also, wenn ich diese Hieroglyphen richtig deute, müsste das hier der Eingang sein. Aha! Also dann hinein ins Vergnügen. Ich bin zuerst. Nein, nicht! Aber die Kamelle werden sich einsam fühlen. Glaubt ihr, dass es hier Mumien gibt? Da fällt mir ein, meine Mami wartet ja auf mich. Ich muss Mittagsschlaf machen. Vorsichtig, bleib schön hinter mir. Man kann nicht wissen, was für Gefahren auf uns lauern. Das kann uns schon passieren. Nimm lieber die Fackel und zeig uns den Weg, du Führer. Geh weiter, Dijon! Vielleicht wollt ihr Kleinen die Fackel mal halten. Halt, Dijon! Ah! Ah! War es nun doch passiert. Onkel Dagobert, die Kinder, Quax und auch der falsche Führer Dijon waren in eine von Kolibabas Fallen geraten. Der Boden war unter ihnen zusammengebrochen und in einer endlos scheinenden Rutschpartie schlitterten sie quer durch das ganze Felsmassiv, bis sie schließlich auf einem erhöhten Steinsockel landeten, an dessen Fuß riesige, giftige Kampfskorpione lauerten. Aber die hatte Onkel Dagobert noch gar nicht gesehen. Etwas ganz anderes fesselte nämlich seinen Blick. Sie waren mitten im Schatz von Kolibaba gelandet. Einer unermesslichen Ansammlung von Gold, Schmuck und wertvollen Gegenständen. Oh, meine Pumpe setzt auf! Ja, mein Schatz! Wer zuerst meine Rubin ist? Wow, seht euch das Gefunkel an! Komm schon, Dijon! Kolibaba, du alter Hund, habe ich dich endlich gefunden. Oh, sieh mal hier. Was für eine Augenweide. Was für ein Leckerbiss. Oh, das viele Geld, die Rubine, die Diamanten.
Die Lampe. Weiß mich gar nicht, ich glaube, ich träume. Bleibst du wohl hier? Wow, super! Japanische Kampfskorpione. Bleib ganz ruhig, hier oben sind wir sicher. Dijon! Was denn, was denn? Ich rühre ja nichts an, ich bin ehrlich bis ins Mark, unschuldig wie ein Lämmchen, ja. Hol endlich die Säcke. Die Säcke? Oh ja, die Säcke, ich eile, euer Wunsch ist mir Befehl, Dagobert. Sir. Schätzen machen, Onkel Dagobert. Oh, ich habe nicht vor, alles zu behalten. Die meisten dieser Schmuckstücke bekommt dein Museum. Das klingt aber gar nicht nach Onkel Dagobert. Doch nur wegen der Steuervorteile, du Dummer. Wusste ich's doch. Guck mal, eine Teekanne. Oh, das ist nur eine alte Öllampe, kaum wert, sie mitzunehmen. Dann ist sie Boden, Onkel Dagobert, ich brauche sie immer, zähle sie. Nun, hier, mein Liebes, du sollst wissen, dass Onkel Dagobert sehr großzügig sein kann. Oh, danke. Doch gerade diese Lampe war es, hinter der der Zauberer Merlock her war. Während Dijon noch versuchte, sich heimlich die Taschen mit Gold und Schmuck vollzustopfen, erschien plötzlich sein Herr und Meister. Zu schwer für dich. Ich bin auch ein Fremdenführer. Ich werde euch heimleuchten. Ich rieche verdammte Wüstenratten. Oh, ihr hinterhältigen Hunde, mein ganzes Leben lang habe ich nach diesem Schatz gesucht. Kurzsichtiger Dummkopf, zu schade, dass ihr nie erfahren werdet, was für einen Schatz ihr wirklich gefunden habt. Gute Reise. Oh, undankbar ist dieser Halunke auch noch. Was sollen wir jetzt machen? Nicht nur, dass Merlock und Dijon mitsamt dem in Säcken verpackten Schatz verschwunden waren, Onkel Dagobert und seine Begleiter schwebten auch noch in höchster Gefahr. Durch Merlocks Zauberkraft hatte nämlich das Felsplateau begonnen, sich abzusenken. Dadurch kamen unsere Freunde den gefährlichen Riesenskorpionen immer näher. Zwar schafften sie es gerade noch, sich vor den einstürzenden Felsen zu retten und sich auf einem Stück Holz als Boot auf den unterirdischen Fluss zu begeben, aber in Sicherheit vor den Riesenskorpionen waren sie noch lange nicht. Die Turtles kommen! Vorwärts! Und rückwärts! Pasch! Wenn das wieder eine Fluchtlandung wird, schmeiß ich dich raus! Ich möchte zu gern wissen, wo uns das hinführt. Ich bin mir nicht sicher, ob du das wissen willst. Mann, wir stecken hier. Entweder steigt das Wasser nach oben oder die Decke kommt runter. Nein, das Wasser stieg nach oben. Und unsere Freunde hatten schon Angst, an der Felsdecke zerquetscht zu werden. Aber da brach das Gestein auseinander und unsere Schatzsucher flogen wie ein Sektkorken im sprudelnden Wasser nach oben ins Freie. Der Schatz war zwar verloren, aber wenigstens hatten sie ihr Leben retten können. Das heißt, so ganz ohne Schatz sprudelte unsere Gruppe nicht aus der Felshöhle, denn Webby hielt noch immer krampfhaft die alte Lampe fest. Wow! Was für ein Abenteuer! Ja, ich hätte nichts dagegen, es nochmal zu probieren. Jetzt, wo ich weiß, wie man mit heiler Haut davonkommt. Hauptsache, wir sind gesund. Das kannst du vergessen. Ich habe gerade den Schatz des Jahrhunderts verloren.
Onkel Dagobert, du kannst sie zurückhaben. Vielleicht geht es dir dann besser. Ist schon gut, mein Liebes. Ich habe 40 Jahre gebraucht, um diesen Schatz zu finden. Und ich werde ihn wiederkriegen, auch wenn es noch einmal 40 Jahre dauert. Also durfte Webby die Lampe behalten. Inzwischen waren Merlock und sein Diener Dijon in ihrer Behausung angekommen und dabei, ihren gestohlenen Schatz nach der Lampe abzusuchen. Sie muss da sein, Meister. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Ihr werdet sehr zufrieden sein. Oh. Also, wo ist sie? Oh, das verstehe ich nicht. Sie muss da sein. Sie muss. Oh. Du hast sie, nicht wahr? Wo ist die Lampe? Die Kinder müssen sie genommen haben. Diese lausigen Diebe. Dabei sind sie so niedlich. Ist das nicht eine schlechte Welt, Merlock? Sie haben dich aufs Kreuz gelegt, du armseliger Taschendieb. Keine Sorge, Merlock, ich helfe euch, sie zurückzuholen. Nichts einfacher als das. Jetzt komme ich. Und so eilten Merlock und Dijon zurück in die Höhle, um Onkel Dagobert und die Lampe zu suchen. Hallo? Merlock! Dagobert? Wo sind Sie nur geblieben? Sie sind entwischt! Und mit Ihnen die Lampe, du Dummkopf! Du wirst mir helfen, sie zurückzuholen, oder Ihr Stachel wird dir wie eine Erholung vorkommen im Vergleich zu dem, was dir blüht. Einige Wochen später in Entenhausen. Onkel Dagobert saß trübselig in seinem Büro und hatte die gescheiterte Schatzsuche noch immer nicht verkraftet. Die Entenhausener Nachrichten auf der 1, Sir. Was wollen Sie? Ich glaube, Sie wollen wissen, was denn nun mit dem Schatz passiert ist. Das geht Sie gerne nichts an. Ach, jedes Mal, wenn ich diese Geschichte vergessen habe, muss mich die Presse wieder daran erinnern. Ich habe Neuigkeiten, die Sie aufheitern werden. Was ist das? Das ist die lang erwartete Einladung für den Ball der Gesellschaft für Archäologie, Sir. Ach, ich kann diesen alten Fossilien nicht mehr in die Augen blicken. Jedes Jahr sage ich, dass ich das nächste Mal Kolibabas Schatz mitbringe und jedes Mal kehre ich mit leeren Händen zurück. Aber Sie hatten ihn doch, wenn auch nur kurzzeitig. Müssen Sie mich daran erinnern? Tut mir leid. Ich kann so nicht arbeiten, Mrs. Fetherby. Ich gehe nach Hause. Aber was ist mit dem Lunch? Verkaufen! Ja, ja. So ist das nun mal mit Onkel Dagobert. Verluste kann er einfach nicht verknusen. Zur gleichen Zeit waren der Butler Johann, Tante Frieda und die Kinder zu Hause. Webby hatte soeben ihre Teekanne herausgekramt, weil sie mit den Jungs Teeparty spielen wollte. Allerdings konnte die Kanne eine kleine Säuberung vertragen und so hatte Webby Tante Frieda um etwas Politur gebeten. Hier ist die Politur, Webbylein. Danke, Grammy. Wenn ich die alte Teekanne poliert habe, können wir eine Teeparty machen mit all meinen Puppen. Danke für die Warnung. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich wurde soeben zu Mr. McDuck gerufen. Ich soll ihn abholen. Wahrscheinlich wieder einer seiner Backentage. Ach du meine Güte. Ich glaube, wir sollten uns lieber verziehen. Sie hat sich bewegt. Seht ihr? Oh, heiliger Quackstrudel. Aber da ist nichts drin. Wow. Was ist das? Eine fliegende Ölfunse? Und da war es passiert. Vor den Augen der Kinder stieg eine Rauchwolke aus der Lampe auf und es erschien ein Geist. Zwar nur ein kleiner, ein Kindgeist sozusagen, aber immerhin ein waschechter Lampen-Dschinn. Wunder aller Wunder! Endlich bin ich frei! Schabui! Es ist ein Geist, ein Djinn, würde ich sagen. Oder vielleicht das Zahnmännchen. Ja? Wer seid ihr? Wo ist Kolibaba? Ist Rom schon gefallen? Wir haben
haben an der Lampe gerieben. Wir wollten ja nichts Falsches machen. Ah, meine neuen Meister. Ich werde euch ewig dankbar sein. Ah, endlich kann ich mich wieder bewegen. Oh, mein Fuß ist vor 6 Jahrhunderten eingeschlafen. Hey, ein toller Palast. Kann ich mich mal umsehen? Was für ein kalter Speiseschrank. Wo hängt ihr die Hühner hin? Wartet, lasst mich raten, zum Teppichklopfen, oder? Zum Eierschlagen. Ja, ja, ich weiß schon. Zurück, zurück, ihr faulen Eier, zurück, sag ich. Schabu, es lebt! Warte, komm zurück! Wo ist der hin? Tja, für den Geist war dieses Jahrhundert natürlich völlig neu. Der Elektromixer hatte ihn ganz schön erschreckt. Und so war er Hals über Kopf in Onkel Dagoberts Bibliothek geflüchtet. Was machst du da? Ich lerne das 20. Jahrhundert kennen. Liest du etwa das ganze Lexikon? Mhm, von vorne bis hinten, von vorne bis hinten, von vorne bis hinten. Was ist das? Ein Baseball, ein Bowlingball, ein Fußball? Nein, das ist der Globus der Erde. Hört doch auf. Heißt das, die Erde ist nicht flach? Das muss ich überlesen haben. Oh Mann, er war wohl ziemlich lange in dieser Lampe. Ich muss das nachprüfen. Warte eine Sekunde. Was ist mit unseren Wünschen? Wünsche? Sehe ich aus wie eine Wünschelrute? Ach, komm schon. Du willst uns veralbern. Ein Djinn muss immer 3 Wünsche erfüllen. Ja, 3 Wünsche für jeden Meister. Oh, verdammt. Dass sich aber auch jeder daran erinnern muss. Also, wie funktioniert das? Okay, okay. Zuerst haltet die Lampe fest. Ja? Dann sag ich Wünsche. Ja? Und dann wünscht euch was. Ist das alles? Menschenskinder, richtig verbraucherfreundlich. Ich weiß schon meinen ersten Wunsch. Ich wünsche mir 1 Million Wünsche. Ihr seid zu albern, so klappt das nie. Ich würde sagen, wir sollten uns Frieden und Glück für die ganze Welt wünschen. Hey, wir sprachen von Wünschen, nicht von Wundern. Könnte man sich ein Haustier wünschen? Das würde schon eher gehen. Ich weiß eins, das ich schon immer wollte. Ich wünsche mir einen Baby-Elefanten. Oh nein, nein. Oh nein, bitte nicht. Oh. Ja. Ja. Das ist cool. Siehst du, was du angerichtet hast? Was hast du denn? Sie ist doch süß. Und groß. Große Wünsche ziehen große Probleme nach sich. Je größer der Wunsch, umso größer das Problem. Weißt du, er hat recht. Wenn Onkel Dagobert den Elefanten sieht, wird er wissen wollen, was los ist. Jeder, der ihn sieht, wird das wissen wollen. Und hast du was, kannst du was, werden sich alle um mich streiten. Die Wünsche werden außer Kontrolle geraten. Und ich werde für weitere 1000 Jahre in der Lampe eingesperrt. Ach, Herr Jemini, daran hatte ich nicht gedacht, wirklich. Bitte, ihr Lieben, bitte wünscht euch kleine Dinge. Oh, das ist unser Kindermädchen. Schnell versteckt den Elefanten. Oh ja, und wo? Oh. Ah! Ah! Oh, Shabui. Und schon stecke ich in Schwierigkeiten. Oh. Oh. Wir stecken alle in Schwierigkeiten. Ah! Aber irgendjemand muss es tun. Na gut, ich wünsche, Webby hätte niemals ihren dummen Wunsch gesagt. Und nun lasst uns verschwinden, bevor jemand den Djinn entdeckt. Da hatte Webbys erster Wunsch ja schon ganz schön für Aufregung gesorgt. Die arme Frieda hatte sich vor dem Elefantenbaby fürchterlich erschrocken und war sofort hinaus in den Flur gerannt, wo auch Onkel Dagobert soeben eintraf. Während sich inzwischen die Kinder klammheimlich auf ihr Zimmer verkrümelten, zerrte Frieda Onkel Dagobert in die Bibliothek. Hier drin, Mr. McDuck! Ah, er ist verschwunden! Frieda, ist das ein fauler Trick, um nochmal Urlaub zu bekommen? Oh, er war hier! Ehrlich! Ein Elefant mit einer großen rosa Schleife! Sie halten mich jetzt wohl für verrückt, oder? Möglicherweise nicht.
Er hat uns gesehen. Schnell, geh zurück in die Lampe. Alles nur das nicht, bitte. Steck mich in eine Hundehütte, eine Irrenanstalt oder ein Pfefferkuchenhaus. Ganz egal, nur nicht in die Lampe. Hier rein. In den Kleiderschrank. Oh. Hallo, Onkel Dagobert. Hallo, Onkel Dagobert. Was soll die falsche Begrüßung? Was für einen Streich habt ihr Tante Frieda gespielt? Wer, wir? Ein Streich? Wir noch nicht. Wirklich nicht, Onkel Dagobert. Also, was geht hier vor? Eigentlich nichts. Zumindest nicht viel. Eigentlich überhaupt nichts. Was war das? Meinst du den Krach im Schrank? Wir haben nichts gehört. Hey, Papst, bleib cool, bleib locker. Null Problem und mach die Suppen scharf. Jetzt komme ich. Wer ist das? Genie. Bist du zu Besuch hier? Ja, sozusagen. Ich komme öfter mal vorbei. Er hat uns gefragt, ob er bleiben darf. Über Nacht. Über Nacht? Ihr meint, hier schlafen? Ja, darf er? Bitte. Oh, bitte. Wir sind auch super gute Pfadfinder. Pfadfinder Ehrenwort. Genau. Oh, in Ordnung. Aber macht keinen Unsinn. Ich bin nicht in Stimmung für Schabernack. Und so hatten es die Kinder geschafft, dass Genie vorerst bleiben durfte. Natürlich konnten sie es nun kaum noch abwarten, endlich ihre Wünsche zu wünschen und tobten mit ihrem Lampengeist sofort nach draußen. Und da ging's los. Sie wünschten sich alles Mögliche, Spielsachen, Süßigkeiten und fliegen zu können. Sich noch wünschen. Wie wär's mit einem Rennboot, ein Klein? Aber sicher. Wollt ihr es mit oder ohne mehr? Ein bisschen zu viel, hä? Nur ein bisschen. Hey, ich weiß was. Ich wünsche mir den allergrößten Eisbecher von der ganzen Welt. Oh, aber nicht zu groß. Eisbecher, komm runter, aber dann. Man muss aufpassen bei diesem Wind. Hab ich einen Hunger? Ist doch schon ganz schön spät. Onkel Dagobert wird sich wundern, dass wir das Abendbrot verpassen. Vielleicht sollten wir nach Hause gehen. Nein! Während die Kinder nun begannen, an ihrem Rieseneis zu schlecken und zu schlabbern, wurde es immer später und später. Tante Frieda machte sich schon die größten Sorgen. Mein Gott, immer noch nichts von Ihnen zu sehen. Soll ich die Polizei rufen? Jawohl, um mich zurückzuhalten, wenn diese Gauner hier eintreffen. Diesmal werde ich Sie hart bestrafen. Ich wünsche mir... keine Videospiele, kein Fernsehen und keine Freunde, die übernachten bleiben. Wir sind hier! Kinder, ich glaube, euer Onkel hat euch einiges zu sagen. Jawohl, willkommen zu Hause. Kann ich euch und Jean etwas anbieten? Plätzchen, Milch oder Eiscreme? Nein, danke, Onkel Dagobert. Wir sind voll bis oben hin. Und furchtbar müde. Ihr müsst ja auch schon längst im Bett sein. Und jetzt ab mit euch, meine kleinen Raker. Gute Nacht, Onkel Dagobert. Schlaft gut. Sie werden es sich hinter die Ohren schreiben, Sir. Tja, die Kinder hatten Onkel Dagobert ausgetrickst. So sehr er sich auch bemühte zu schimpfen, es ging einfach nicht. Trick hatte sich von Genie nämlich gewünscht, keinen Ärger mit Onkel Dagobert zu bekommen. Und der Wunsch war in Erfüllung gegangen. Also rannten die Kinder so schnell sie nur konnten auf ihr Zimmer. Sie hatten einen aufregenden und tollen Tag erlebt. Aber auch auf Genie hatten die heutigen Ereignisse einen unvergesslichen Eindruck gemacht. So ist es also, wenn man ein richtiger Junge ist. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Wie viele Wünsche haben wir noch übrig? Nur noch meinen letzten und Webbys. Und wir sollten zusehen, dass es ganz Besondere wird. Wer ist es? Versteck mich schnell! Hey, weiß ich! Aber das ist doch nur eine Eule!
Eine Eule? Ja, die sitzt jede Nacht hier draußen. Ah, ich dachte schon, es wäre der schlimmste meiner Meister, der von dem Kolibaba die Lampe gestohlen hat. Dein Meister war ein Vogel? Ein Vogel, eine Schlange, ein Wolf. Er kann jede Gestalt annehmen. Das ist ein böser, böser Zauberer. Aber der ist doch längst tot. Oder steinalt. Ja, sogar älter als Onkel Dagobert. Nicht, wenn sein Wunsch war, unsterblich zu sein. Oh, ein guter Wunsch, wirklich. Nein, ein schlechter Wunsch. Ihr habt ja keine Ahnung. Ich musste die schlimmsten Sachen machen. Zum Beispiel? Habt ihr schon mal von Atlantis gehört? Es war jedermanns Lieblingsurlaubsort, bis Merlock keine Zimmerreservierung bekam. Oh, da musste es untergehen. Und das arme Pompeji, der Vesuv wäre niemals in die Luft gegangen, wenn Merlock nicht in die Luft gegangen wäre. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Er hat doch seine Wünsche verbraucht. Genau das ist ja der Punkt. Merlocks Wünsche sind unbegrenzt, weil er einen magischen Talisman hat. Der gibt ihm auch seine Kraft. Und wenn er den auf die Lampe tut, bekommt er so viele Wünsche, wie er will. Versteht ihr jetzt, warum ich solche Angst habe? Wir könnten uns doch den Talisman von ihm wünschen. Das ist somit der einzige Wunsch, den ich nicht erfüllen kann. Ihr müsstet ihn von ihm stehlen, aber dann gnade euch Gott. Mach dir keine Sorgen wegen dem bösen alten Meister Genie. Ja, er hat nicht den blassesten Schimmer, dass du bei uns bist. Und so wird es auch bleiben. Doch hier irrte sich Tick. Denn der böse Zauberer Merlock und sein Gehilfe Dijon waren Onkel Dagobert und dem Geist der Lampe schon dicht auf der Spur. Ein riesiger Kondor näherte sich Onkel Dagoberts Haus. In seinen Klauen hielt er Dijon. Es war der verwandelte Zauberer Merlock, der nun mit mächtigen Flügelschwingen direkt über einer Rosenhecke kreiste. Hier ist es, Merlock, wir sind da. Du könntest mich jetzt wieder runterlassen. Aber nicht da, nicht da! Ich habe einen Stachel im Hintern. Und du bist sicher, dass Dagobert hier wohnt? Diesmal bin ich mir völlig sicher, glaub ich. Dann wollen wir ihn mal besuchen. Am Tage? Ich bin nicht gerade das, was man einen willkommenen Gast nennt. Wenn Dagobert mich sieht, bringt er mich um. Dann bleib hier, wenn du zu feige bist. Ich werde daran denken, wenn du deine Belohnung haben willst. Mit diesen Worten verwandelte sich Merlock in eine Ratte und sprang durch ein offenes Fenster ins Haus. Zur gleichen Zeit tobten die Kinder als Räuber und Gendarm wie die Wilden durch sämtliche Zimmer. Haltet den Dieb! Fangt ihn! Da ist er, was ich suche! Na los, alter Teppich, hoch mit dir! Hier, hörst du nicht? Hoppla! Schnapp dir den Armleuchter! Oh, Jungs, Zeit für den 5-Uhr-Tee! Jetzt nicht, Webby! Siehst du nicht, dass du uns bei einer Verhaftung störst? Ich kenne jemanden, der gerne mit mir spielen würde. Komm, Genie, die wissen ja gar nicht, was sie bei meinen Puppen verpassen. Oh, Genie, die Puppentee-Party wird dir gefallen. Ich weiß schon, hab alles darüber gelesen. Ich bin der Bursche, der sich wie ein Indianer anzieht und den Tee über Bord wirft. Nein. Nein, wie dumm. Doch keine Boston-Tee-Party. Erst gießt man den Tee in die Tasse, dann trinkt man ihn schlückchenweise und redet mit seinen Gästen. Oh, was für ein entzückendes Kleinquarki! Was soll der ganze Zauber? Keine Indianer, keine Tomahawks oder sowas? Nur du und ich und meine Freunde hier. Das sollen Partygäste sein? Die sind doch nicht lebendig!
Oh, Genie, du bringst mich gerade auf die beste Idee von der ganzen Welt. Ich weiß, wie Sie meine Party so richtig genießen können. Ja, so war das nicht gemeint. Je weniger, desto besser. Nur du und ich und eine Kanne Tee. Das wird lustig. Ich wünsche, dass alle meine Puppen und Spielzeuge lebendig werden. Es ist schön, euch alle mal kennenzulernen. Na, da hatte sich Webby ja mal wieder was gewünscht. Alle Puppen, Stofftiere und auch einige Gegenstände wurden plötzlich lebendig. Unter anderem auch ein kleiner Stofftiger, der sofort damit begann, die hübschen Sofakissen zu zerfetzen. Während Merlock, der noch immer als Ratte durchs Haus streifte, von Frieda entdeckt und nun mit dem Besen verfolgt wurde, kam bei Webbys Teeparty so richtig Leben in die Bude. Plätzchen gefällig. Raubtier für die Wurst. Seid lieb, meine Kätzchen. Nein, nein. Wenn es etwas gibt, das ich mehr hasse als Elefanten im Haus, dann sind es Ratten. Hierher, yeah, Rattelein, Rattelein, komm zu Tante. Das ist ein Haus, das ist ein Zoo. Wünsch sie zurück, bitte. Ich kann nicht, das war mein letzter Wunsch. Ich wünschte, du hättest das nicht gewünscht. Ja, das wäre sicherlich besser gewesen, aber dafür war es nun zu spät. Das Durcheinander wurde immer größer und weitete sich auch allmählich auf das ganze Haus aus. Sogar Onkel Dagoberts Hut begann sich selbstständig zu machen. Aber ein Gutes hatte es zumindest doch. Der Stofftiger hatte nämlich Merlock als Ratte entdeckt und machte nun unerbittlich Jagd auf ihn. Während es der Stofftiger tatsächlich schaffte, die Ratte mit Haut und Haaren zu verschlingen, spielte sich in Onkel Dagoberts Arbeitszimmer Folgendes ab. Ich sagte doch bereits, ich gehe nicht zu dem Ball. Aber Sir, es ist alles arrangiert. Quax wird sie zum Club fliegen. Dann sag ihm ab, es geht nicht nur um meine Ehre, es geht um mein Leben. Gütiger Himmel, Quax meldet sich nicht. Er muss schon unterwegs sein. Möchten Sie nicht doch gehen, Sir? Jawohl, zur Arbeit. Sag Quax, dass er dich zum Ball fliegen soll. Ja. Seit wann hat denn mein Hut einen eigenen Willen? Hab ich nicht. Oh! 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 Halten Sie Ihren Hut fest, Sir. Oh! Was geht hier eigentlich vor? Webby, was hast du schon wieder angerichtet? Tut mir leid, mach doch sie aufhören. Aber ich hab nur noch einen Wunsch übrig. Jungs, was geht hier eigentlich vor? Na? Oh, oh. Damit wäre der Spaß wohl beendet. Mach schon, Frack. Ich wünsche, dass alles wieder normal ist. Natürlich ging auch der Wunsch in Erfüllung. Alle Puppen, Stofftiere und Spielzeuge flogen wieder an ihren Platz. Auch Onkel Dagoberts Hut beruhigte sich wieder. Und auch Merlock konnte sich nun wieder aus dem Stofftiger befreien. Für die Kinder allerdings war es nun mit dem großen Geheimnis vorbei. Sie mussten Onkel Dagobert über den Lampengeist aufklären. Heiliger Strohsack! Genie ist ein Geist, ein Djinn! Weiß deine Mutter von der Geschichte? Wir hätten es dir sowieso erzählt, Onkel Dagobert, irgendwann. Wo kommt er her? Oh, erinnerst du dich
hier meine Teekanne. Heiliger Strohsack, der Geist aus der Zauberlampe. Was für Schätze könnte ich besitzen? Zuerst einen riesengroßen Diamanten. Nein, den größten Diamanten der Welt. Nein, nein, alle Diamanten sollen mir gehören. Nein, die gesamte Bergbauindustrie. Ja, ja, ich sehe, dass die Sache sorgfältig überlegt sein will. Das ist Ihr Flug, Sir. Oder sollte ich besser sagen, mein Flug? Du beliebst zu scherzen. Nicht um alle Butterkekse in Schottland will ich diese Party verpassen. Aber der Schatz? Jawohl, der Schatz. Das ist der Wunsch, der bei mir an erster Stelle steht. Ich wünsche mir den Schatz von Kolibaba. Oh nein. Jeffrey! Die hübsche Beute gehört wieder mir. Ich bin gespannt, was die alten Fossilien im Club zu dieser Neuigkeit sagen werden. In die Lampe, Ginny, du kommst mit. Nein, nicht in die Lampe. Haben Sie ein Herz? Kann er nicht bei uns bleiben, Onkel Dagobert? Ja. Oh nein, ich werde diese kleine Goldmine nicht aus den Augen lassen. Aber er ist unser Freund. Unsinn! Genie ist doch keine Person. Er ist ein Djinn, ein Ding. Oh nein! Rein mit dir. Tschüss, Jungs. Hat wirklich Spaß gemacht mit euch. Nimm ihn uns nicht weg, Onkel Dagobert. Das kann ich doch nicht machen. Er soll hier bleiben, bitte. Aber wenn es um die Möglichkeit geht, reicher werden zu können, ist Onkel Dagobert nun einmal unerbittlich. Genie musste zurück in die Lampe und Onkel Dagobert zum alljährlichen Treffen der Schatzsucher begleiten. Nun hatte er ja auch allen Grund, dort zu erscheinen. Hatte er es doch, dank Genies Hilfe, nun endlich geschafft, an den großen Schatz von Kolibaba zu kommen. Und so tauchte Onkel Dagobert nur eine halbe Stunde später mit seiner Lampe in der Hand beim Ball der Schatzsucher auf. Essen. Chili con carne. Oh, das ist eine Party. Mit Boogie und einer Lotterie. Ich muss raus aus dieser Lampe. Oh, bitte, bitte, bitte. Kannst du nicht mal deinen Mund halten? Wenn du mich rauslässt, bin ich leise wie ein Mäuschen. Und genauso klein. Na gut, also gut. Hey, jetzt kommen wir. Zwei Szenen stürzen sich ins Nachtleben. Da bist du aber falsch gewickelt. Entweder du guckst dir den Ball von hier aus an oder du gehst zurück in die Lampe. Aber was ist, wenn ich den Hauptpreis gewinne? Onkel Dagobert hatte Genie auf die Terrasse gelassen, von wo aus er die Party gut beobachten konnte. Aber plötzlich bekam er etwas ganz anderes zu sehen. Vom Garten aus näherten sich dem Haus zwei finstere Gestalten. Merlock und Dijon. Meister, ich vertrage das Flügelschlagen nicht. Auf dem Rückweg sollten wir mit dem Bus fahren. Ruhe! Du schleichst dich durch den Hintereingang und ich komme von vorn. Wenn du Dagobert entwischen lässt, ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Oh, ich muss Mr. McDuck warnen. Während nun der Vorsitzende mit seiner Rede begann, stürmten auf Onkel Dagobert drei Leute zu. Nämlich Genie, Merlock und Dijon. Hier ist Ihr Soda, Sir. Ladies und Gentlemen, ich bitte um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Heute Abend wird eine sensationelle Neuigkeit verkündet. Ich spare mir weitere Worte und übergebe an Dagobert McDuck. Oh, ich muss ihn aufhalten. Ich möchte etwas verkünden, das ich Ihnen schon seit 40 Jahren sagen wollte. Ich bin in der glücklichen Lage, Ihnen heute Abend nach übergroßen Strapazen den berühmt-berüchtigten Schatz... Was soll das? Platz da! Mein Meister, mein alter Meister! Potzblitz, ich werde es ihm geben! Nein, er ist zu mächtig! Er könnte sie vernichten! Lass mich los! Ha. Merlock hatte Onkel Dagobert den Schatz aus der Hand gerissen. Onkel Dagobert wollte den Zauberer natürlich sofort verfolgen, aber Genie hielt ihn zurück. Er wusste, wie gefährlich Merlock war und versteckte sich mit Onkel Dagobert in einem der vielen Zimmer im Haus.
Merlock, der inzwischen bemerkt hatte, dass die Lampe nicht bei seiner Beute war, verwandelte sich nun in einen Bären und nahm die Verfolgung der beiden Flüchtigen auf. Du bist ein Blödmann! Was machst du da? Schnell! Sie müssen uns hier rauswünschen! Ich werde mich hüten. Diese Wünsche sind ein Vermögen wert. Was ist wertvoller, Ihr Vermögen oder Ihr Leben? Nun ja! Hey, das ist keine Fangfrage. Ich meine es ernst. Will er uns den Bären aufbinden? Er ist der Bär. Machen Sie nur einen klitzekleinen Wegwünschwunsch. Oh, bitte, bitte, bitte. Nein, wir stehen unserem Mann. Ich kenne einen Trick, der uns retten könnte, möglicherweise. Und hoch geht's! Und schwupp verschwanden Genie und Onkel Dagobert in der Lampe. Und keine Sekunde zu früh, denn genau in diesem Augenblick brach Merlock die Tür auf und betrat zusammen mit Dijon das Zimmer. Was für ein unordentlicher Haushalt! Die Vögel sind wohl ausgeflogen. Ich bin unschuldig, Meister. An Dijon ist keiner vorbeigekommen. Aber das war natürlich auch nicht eure Schuld, Meister. Oh nein, 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 nein! Such gefälligst weiter. Ich schaue mich draußen um. Sie werden mir nicht entkommen. Natürlich, Meister. Ich tue alles, was ihr verlangt. Inzwischen in der Lampe. Nichts mehr zu hören. Ich glaube, sie sind weg. Wo sind wir? Nun, das Ritz ist es nicht. Doch nicht etwa in der Lampe. Entschuldigen Sie den Geruch, aber man gewöhnt sich dran nach 100 Jahren. Würden Sie bitte Ihren Ellenbogen aus meinem Bauch nehmen? Bring mich hier raus! Müssen Sie mich immer so anbrüllen? Ohne dich wäre mir der ganze Schlamassel erspart geblieben. Diese verrückte Tiernummer ist zirkusreif. So ist das. Beschimpfen Sie mich ruhig. Ich habe ja bloß Ihr Leben gerettet. Tut mir leid. Ich kann doch nichts dafür, dass Merlock närrisch nach mir ist. Ich wollte nicht jedermanns Liebling sein. Alles, was ich will, ist ein eigenes Leben führen. Wie Ihre Neffen. Ein eigenes Fahrrad, einen Stapel Comicschmöker, einen Schlitten, vielleicht eine Skiausrüstung, einen CD-Player, ein bescheidenes Heimkino. In Ordnung, hör schon auf! Oh nein, das ist Merlock! Verstecken Sie mich, verstecken Sie mich! Ich muss dich in meinen Geldspeicher bringen. Das ist der einzig sichere Ort. Und nun zurück ins Nest. Aber Sie haben das Dreckloch doch gesehen. Tut mir leid, Genie, aber die Party ist zu Ende. Wo wir doch gerade dabei sind, Freunde zu werden, oh. Also begab sich Genie zurück in seine Lampe. Weder Onkel Dagobert noch der kleine Lampengeist hatten bemerkt, dass Dijon sie die ganze Zeit über beobachtet hatte. Und so nutzte Dijon nun eine passende Gelegenheit und tauschte die Zauberlampe gegen eine genau gleiche Soßenkanne aus, so dass Onkel Dagobert nun mit der falschen Lampe in der Hand in Richtung Geldspeicher flüchtete. Genie allerdings hatte nun doch gemerkt, dass um ihn herum irgendetwas Merkwürdiges vorging. Mr. McDuck! Mr. McDuck! Ist alles in Ordnung? Was ist passiert? Komm raus, komm raus, wer immer du bist! Warte nur, bis Merlock hier ist. Er wird mir ja so dankbar sein. Oh, ich sehe schon meinen großen Berg aus Goldstücken. Warte, warte. Warum willst du ihm die Lampe geben? Mein großer Meister will sie. Unbedingt. Aber verstehst du nicht, mit der Lampe bist du der Big Boss. Der große Zampano, der mächtigste Mann der Welt. Oh, großer Meister. Meister? Meister? Meister Dijon? Das gefällt mir, gefällt mir, das gefällt mir wirklich! Tja, ja, das mit dem Wünschen ist doch manchmal wirklich eine verhexte Sache. Das sollte nun auch Onkel Dagobert mehr als nur deutlich merken. Denn als er immer noch mit der falschen Lampe in der Hand zu Hause in seinem Geldspeicher ankam, saß plötzlich Dijon auf seinem Platz
hinter dem großen Schreibtisch. Guten Morgen, Dagobert, Sir. Was geht hier vor? Auf Empfehlung meines Gins habe ich beschlossen, mir einen eigenen Schatz zu wünschen. Also ich konnte ja nicht ahnen, dass er Ihren Schatz will, Mr. McDuck. Ich schwöre es. Aber die Lampe. So, Sepp. Genau, ich lebe in Glanz und Glitter und du kommst hinter Gitter. Und Dijon meinte es ernst. Er ließ Onkel Dagobert von seinen eigenen Wachen verhaften. Das könnt ihr doch nicht machen. Lasst mich los. Ich bin doch euer Boss, nicht dieser Ganove. Bring ihn hinter Gitter. Eines sage ich euch, das Weihnachtsgeld könnt ihr dieses Jahr vergessen. Was glaubt ihr, wessen Name auf diesem Gebäude steht? Dijon. Sein Name. Onkel Dagobert hatte verloren. Alles verloren. Kein Reichtum mehr, kein Zuhause und obendrein eingesperrt bei Wasser und Brot in einer Gefängniszelle. Und alles nur durch einen Wunsch. Wenn ich jemals mein Geld zurückbekomme, verspreche ich, dass ich mir nie mehr etwas nur für mich allein wünsche. Da ist Besuch für Sie, Mr. McDuck. Jungs, Webby. Onkel Dagobert. Onkel Dagobert. Oh, Sir, Sie sehen gut aus. Mr. McDuck. Es ist alles so furchtbar. Na, Frieda. Ist ja gut. Wir haben alle für die Kaution zusammengelegt, Sir. Wir haben sogar unsere Sparschweine geplündert. Keine Bange, ihr bekommt alles zurück, sobald ich wieder in meiner Villa bin. Die Villa? Er weiß wohl noch nichts. Was weiß ich nicht? Ah, Mr. McDuck, es ist alles so furchtbar. Die Jean hat alles, auch die Villa und die Fabriken. Sogar ihre Grabmaschensammlung, Sir. Ah! Mr. McDuck! Unser Zuhause! Unser schönes Zuhause! Oh, ist ja gut, ist ja gut. Ich weiß, meine Liebe, ich weiß. Erstmal Geldspeicher und jetzt das. Wir sind wenigstens nicht allein. Aber denkt nur an den armen Genie. Es müsste doch einen Weg geben, sich reinzuschleichen und die Lampe wieder rauszuholen. Zu viele Alarmanlagen. Jawohl, Hunderte und 14.657 Arten, um sie auszulösen. Und du kennst jede einzelne von ihnen. Ist es so, Onkel Dagobert? So ist es. Und du weißt, wie man sie abschaltet? Oh ja. Kommt, Jungs, meine innere Stimme sagt mir, dass wir eine groß angelegte Invasion vorbereiten sollten. Ja! Während Onkel Dagobert nun begann, Pläne zu schmieden für die Rückeroberung seines Geldspeichers, genoss Dijon in vollen Zügen seinen neuen Reichtum. Deliziös! Deliziös, Menschenskinder, alles riecht viel besser, wenn man reich ist. Sogar ich. Sollten wir nicht auf die Vögel achten? Mach dir keine Sorgen wegen Merlock. Er wird es nicht wagen, dem großen und mächtigen Dijon entgegenzutreten. Außerdem würde er mich nicht wiedererkennen. Doch so schnell gab Merlock nicht auf. Und er war bereits im Haus. Verwandelt in eine Kakerlake, krabbelte er schon im Geldspeicher umher. Inzwischen hatte Onkel Dagobert seine Vorbereitungen abgeschlossen. Der Rückeroberungsfeldzug konnte beginnen. Während die Kinder, mit Handfunkgeräten ausgestattet, auf den Startbefehl vor dem Geldspeicher warteten und Frieda in sicherer Entfernung Schmiere stand, flog Onkel Dagobert mit Quax und Johann in einem Flugzeug, um die Eroberung vom Dach aus vorzunehmen. Um 12 bin ich über dem Geldspeicher, Mr. McDuck. Plus minus 10 Minuten. Sind Sie zufrieden, Sir? Jawohl, Johann. In Ordnung, Jungs. Operation Schnapp die Lampe kann beginnen. Roger, Onkel Dagobert, verstanden und Ende. Ist irgendjemand in Sicht, Commander Frieda?
Ich glaube nicht. Na dann, viel Glück. Fünf Schritte vor, volle Deckung. Vergesst nicht, ihr dürft nur auf die weißen Fliesen treten. Ich bin auf dem Dach. Und wir sind drin. Gut, alles, was ihr tun müsst, ist... in den Sicherheitsraum einzubrechen. Keine Sorge, wir haben es gleich geschafft. Was sagst du so einfach? Krieg weiter, Webby. Wenn du nicht durchpasst, passt keiner von uns durch. Und so versuchte Webby, zwischen den Laserstrahlen hindurch in den Sicherheitsraum zu gelangen, bis sie es schließlich geschafft hatte. Gutes Mädchen! Hey, da ist die Laserlichtschranke! Hier sind die Anweisungen von Onkel Dagobert, damit wir keine gefeuert bekommen. Zwei Schritte in die Mitte. Schritt nach rechts. Drei Schritte vorwärts. Fünf Schritte... Nur gut, dass du deinen Helm aufhattest. Um die Alarmanlage brauchst du dir weiter keine Sorgen zu machen, Onkel Dagobert. Gute Arbeit, Jungs. Ich gehe rein. Das war ganze Arbeit. Da die Kinder es geschafft hatten, das Sicherheitssystem abzuschalten, konnte Onkel Dagobert nun ungehindert durch das Dach in seinen Geldspeicher eindringen. So weit, so gut. Nur leider ahnte niemand, dass ja auch Merlock, immer noch als Kakerlake getarnt, schon im Haus war. Auch Dijon ahnte so gar nichts Böses. Dabei nahte sein Unheil bereits von allen Seiten. Genie, ich habe gerade meine erste größere Unternehmung als reicher Mann beschlossen. Ich werde Urlaub machen. Fragt sich nur, welches Land ich zuerst bereisen soll. Findest du nicht, dass das gefährlich ist, Meister? Merlock könnte dir auflauern. Keine Bange, Genie. Ich engagiere mir einfach eine kleine Armee von Leibwächtern. Wer doch immer gesagt hat, dass Geld allein nicht glücklich macht, muss den Verstand einer Kichererbse besessen haben. Oh nein! Gib das zurück, du Schmutziger! Bitte, Merlock, keine Wünsche. Ich ertrage das nicht länger. Bleib ganz ruhig. Es wird alles wieder wie in alten Zeiten sein. Oh nein! Los, kommt, wir müssen eingreifen! Mein Talisman hier verschafft mir unendlich viele Wünsche, Dagobert. Oh! Wo wollen wir denn so eilig hin? Nur mal kurz raus, Meister. Ihr habt euch sicher viel zu erzählen und ich dachte, ihr wolltet vielleicht ungestört sein. Mir würde das genauso gehen. Jin, ich wünsche, dass du dieses treulose Schwein in etwas verwandelst, das zu ihm passt. Ganz wie in alten Zeiten, ich sehe schon. Onkel Dagobert und die Kinder mussten hilflos zusehen, wie Merlock erbarmungslos Dijon in ein Schwein verwandeln ließ. Auch Genie konnte sich gegen die Befehle des bösen Zauberers nicht wehren, denn er war im Besitz der Lampe und des magischen Talismans, was ihm unbegrenzte Macht und Wünsche zur Verfügung stellte. Und jetzt, Jin, wünsche ich, dass du diese armselige Hütte in eine Festung verwandelst, die ihres neuen Besitzers würdig ist. Erinnerst du dich an unser anheimelndes Zuhause? Oh ja, das Haus des Wahnsinns! Und augenblicklich verwandelte sich Onkel Dagoberts Geldspeicher in eine unheimliche, pechschwarze, mittelalterliche Festung, die grausamer und gruseliger nicht aussehen konnte. Oh, mein Geld! Ha, 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 ha,
mir wirklich leid, Mr. McDuck. Und jetzt, Jin, wünsche ich, in meine Heimat zurückzukehren, mit meinem neuen Zuhause. Kannst du nie ein Ende finden? Mit einem unheimlichen Getöse erhob sich die Festung mit allen Leuten darin in die Luft und begann ihre Schreckensreise in die Heimat des bösen Merlocks. Das kann doch nicht wahr sein! Du Wahnsinniger, bring meine Schatzkammer zurück, bevor ich die Lampe in deinen unersättlichen Schlund stopfe! Ein schlechter Einfall, ganz schlecht! Du drohst mir! Bitte, Merlock, es war heute nicht sein Tag. Vielleicht hilft ihm ein heißes Bad oder ein Glas frischer warmer Ziegenmilch. Ruhe, Jin, ich wünsche, dass du ihn aus meinem Haus hinauswirfst. Nein, nein. Tu es. Ich habe keine Wahl. Ich verstehe. Der arme Genie konnte nicht anders. Er musste den grausamen Wunsch Merlocks erfüllen. Onkel Dagobert wurde vom Zauber des Djinns erfasst und langsam aber sicher aus der Festung getrieben. Doch da hatte Tick eine Idee. Er kramte seine Schleuder aus der Tasche und zielte mit einem kleinen Rubin vom Schatz Kolibabas auf die Zauberlampe, die Merlock in seiner Hand hielt. Zwar hatte es Tick geschafft, dem Zauberer die Lampe aus der Hand zu schießen, aber leider war sie dabei über Bord gefallen. Genau wie Onkel Dagobert, den es nun mit aller Macht in die Tiefe riss. Doch so schnell wollte Merlock die Lampe nicht aufgeben und verzauberte sich wieder in einen Kondor. Ich komme wieder! Nein, nicht! Nein! Wie ein Blitz fegte der schwarze Kondor durch die Luft auf den immer noch fallenden Onkel Dagobert zu, über dessen Kopf die Lampe kullerte. Es dauerte nur einige Sekunden, da hatte Merlock Onkel Dagobert eingeholt und begann mit ihm den erbitterten Kampf um die Zauberlampe. Lach mich nur aus, ich werd's dir schon zeigen. Geh mit der Lampe, du Flutze, bist du der alte Bussard? Mein Talisman! Dieses Mal müssen Sie wohl etwas wünschen. Jawohl, ich wünsche, dass ich und meine Familie und der Geldspeicher sofort wieder in Entenhausen sind. Das war Rettung in allerletzter Sekunde. Onkel Dagobert war es beim Kampf mit dem Zauberer gelungen, den Talisman abzureißen und ihn in die Tiefe zu werfen. Völlig macht- und hilflos stürzte nun auch Merlock in die Unendlichkeit der schwarzen Magie und wird wohl nie wieder auf der Erde zu sehen sein. Onkel Dagobert hatte nun seinen zweiten Wunsch getan. Ein wirklich guter Wunsch, der ihn und seine Familie wieder gesund und munter nach Entenhausen zurückbrachte. Gut gewünscht! Oh, wow! Entenhausen hat nie so gut ausgesehen. Oh, hier liegt ja die Lampe, Onkel Dagobert. Ah ja, und ich habe noch einen letzten Wunsch offen. Das klingt, als wüsstest du genau, was du willst. Ich werde diesem ganzen Spuk ein Ende bereiten. Und wenn ich die Lampe samt Inhalt zum Mittelpunkt der Erde wünschen muss. Was? Nein, das kannst du nicht machen. Bitte nicht. Genie wäre für immer weg. Ja, wäre das nicht etwas übertrieben? Ich hab's, wir könnten sie im Speicher verstecken. Ja, wir ziehen Genie wie einen ganz normalen Jungen an und lassen ihn in unserem Zimmer wohnen. So wie bisher. Genie, mach dich bereit für meinen letzten Wunsch.
und für deinen letzten Wunsch. Was meinen Sie damit? Ich wünsche mir, dass Genie in einen richtigen Jungen verwandelt wird. Ich bin ein Junge. Ich bin ein richtiger Junge. Heiliger Quacksalbe! Jetzt kann ich alles machen, was richtige Jungs auch machen. Durch die Wiese tollen, Baseball spielen, Rolle rückwärts. Das muss ich wohl noch lernen. Onkel Dagobert, was wird jetzt mit der Lampe, hä? Siehst du, ohne den Genie ist sie nur noch Abfall. Wie kann ich Ihnen nur danken, Meister? Ich bin nicht mehr dein Meister. Das stimmt. Darf ich Onkel Dagobert zu dir sagen? Du bist ein netter Junge, aber bleib schön auf dem Teppich. Was würdest du gerne machen an deinem ersten Tag als richtiger Junge? Nun, das werde ich euch sagen. Ihr kriegt mich nie, ihr Polizisten. Da! Oh Mann, ich krieg dich Geh schon, meine liebe kleine Webby. Wir Multimillionäre haben unsere eigene Vorstellung von Spaß. Oh ja, gerade Onkel Dagobert hat da seine Lieblingsbeschäftigung. Für ihn geht nichts über ein erfrischendes Geldbad inmitten seiner unermesslichen Gold- und Talerberge. Nur eines hatten alle völlig vergessen, nämlich, dass der in ein Schwein verwandelte Dijon noch immer mit im Geldspeicher war. Durch Onkel Dagoberts letzten Wunsch war er aber zurück in einen Menschen verwandelt worden und nun, wie er ja nun einmal ist, dabei, sich die Hosentaschen mit Onkel Dagoberts Geld vollzustopfen. Du? Sir Dagobert, Menschenskinder, wir haben uns aber lange nicht gesehen. Eigentlich wollte ich gerade gehen. Wiedersehen. Das ist doch nur Kleingeld. Ich hau dich gleich kurz und klein zu ihm. Haltet ihn, haltet die Hose fest. Tja, man hört also, in Entenhausen ist wieder der Alltag eingekehrt. Onkel Dagobert verteidigt im Schweiße seines Angesichts sein sauer verdientes Geld, die Kinder toben wie die Wilden durch das Haus und auch sonst geht alles seinen gewohnten Gang. Aber wer weiß, wie lange noch. Denn Abenteuer gehören bei Onkel Dagobert an die Tagesordnung und man kann jetzt schon gespannt sein, wohin es ihn und seine Familie das nächste Mal verschlagen wird. Und so hoffe ich auf ein baldiges Wiederhören in Entenhausen. Tschüss!